Mit Ruby hat Yukihiro Matsumoto 1995 eine weitere objektorientierte Programmiersprache geschaffen, die unter anderem für Simulationen, 3D-Modelle, Robotik, Netzwerke, Web-Applikationen und Sicherheitsanwendungen genutzt wird. Die Sprache ist, wie auch schon PHP oder Python, Open Source veröffentlicht. Das heißt, jeder kann den Quellcode der Sprache einsehen und daran weiterentwickeln. Yukihiro Matsumoto bezeichnet die Sprache als besten Freund des Programmierers und als eine Programmiersprache mit Fokus auf Simplizität und Produktivität und mit einer eleganten Syntax. Es gibt auch einige Entwicklerstimmen, die behaupten, Ruby wäre die beste Erstprogrammierersprache für Anfänger. Sie beziehen sich darauf, dass Ruby sehr einfach wäre und man später einen leichten Einstieg in Ruby on Rails hat, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Außerdem liegt Ruby auf Platz 13 der TUBE-Rankings und gehört damit zu den am meisten verbreiteten Sprachen. Des Weiteren wird Ruby von einer riesigen Community umgeben und besitzt eine sehr gute und ausführliche Dokumentation auf der eigenen Webseite. Viele Ruby-Programmierer meinen zudem, dass Ruby die eleganteste Programmiersprache wäre, die sie jemals gesehen hätten und dass sie sich beim Programmieren sehr wohl fühlen würden. Ruby on Rails, auch als Rails bezeichnet, ist ein Web-Framework von David Heinemeier Hansen und ebenfalls Open Source verfügbar. 2004 wurde es erstmals öffentlich vorgestellt. Es folgt dem einfachen Prinzip Don't Repeat Yourself. Das heißt, es möchte verhindern, dass Codeabschnitte an irgendeiner Stelle doppelt vorkommen. Rails ist eine beliebte Lösung, wenn eine Web-Applikation mit Ruby aufgebaut werden soll, da es sozusagen das Verbindungsstück beider Welten ist. Rails gilt daher auch nicht als eine eigene Programmiersprache, sondern nur als Framework, da es keine eigene Syntax hat und so gut wie alles identisch mit Ruby ist. Das Framework hat mit 0,17% Marktanteil und ca. 2 Millionen Webseiten eine nicht unbedingt verdient kleine Stellung im World Wide Web und liegt weit hinter PHP, aber zwischen ASP.NET von Microsoft und Python. Ruby on Rails bepowert beispielsweise AskFM, Twitch, GitHub oder LinkedIn. Vor allem viele Startups oder kleinere Unternehmen nutzen Rails für ihre Dienste, weil es kostenlos ist, wenig Leistung benötigt und damit auch die Serverkosten niedrig sind. So können schnell Apps mit wenigen Risiken entwickelt werden, die im Anschluss auch so gut wie reibungslos funktionieren. Als Schlusswort bleibt noch Folgendes zu sagen. Ruby ist eine sehr gute und einfache Programmiersprache, die auch für Einsteiger leicht zu lernen ist. Jedoch würde ich euch trotz allem als erste Sprache Python empfehlen, da diese weitaus verbreiteter ist und meiner Meinung nach noch mehr Dokumentation und Lernmaterialien zu Python verfügbar sind. Auch Ruby on Rails ist eine bedenkenswerte Alternative zum etablierten PHP oder ASP.NET. Vielen Dank fürs Zusehen, ich freue mich über jede Bewertung und jeden Kommentar. In einer Woche sehen wir uns mit Rust wieder.